Nun starten wir mit dem Budgetplan. Was ist dieser und was ist das Budget eigentlich? Dann strategische, operative und taktische Budgetplan, die Bestandteile und die Vorgänge des Budgetplans. Nun starten wir mit, was ist das Budget? Dieses stellt die Ein- und Ausnahmen für einen bestimmten Zeitraum, die zur Verfügung stehen, gegenüber. In der Finanzpolitik wird dies als Haushaltsplan, also der Budgetplan wird als Haushaltsplan häufig bezeichnet. Das ist eine Prognose von öffentlichen Einnahmen und Ausgaben eines Haushaltsjahres. In der Betriebswirtschaftslehre wird eher von einem Gesamtplan des Unternehmens gesprochen. Dieser besteht aus der Buchhaltung und allen Einnahmen und Ausgaben des Unternehmens bzw. des Betriebs. Die finanziellen Ressourcen des Unternehmens werden damit gesteuert, also mit dem Budget werden die finanziellen Ressourcen gesteuert und es ist ein kurzfristiger operativer Finanzplan, das heißt, er sollte die Verteilung der Ressourcen auf die einzelnen Bereiche verteilen und steuern. Es sollte außerdem zu einer realistischen Einschätzung der Umsätze dienen und zur Planung des nächsten Geschäftsjahres helfen. Natürlich durch die realistische Einschätzung, wie viel Geld, Budget einem zur Verfügung steht, kann man das nächste Jahr besser planen. Außerdem wird aus dem Finanzplan das Budget abgeleitet und das Budget begrenzt die Ausgaben für die einzelnen Bereiche. Das heißt, nachdem man von Anfang an sein Geld, das Budget einteilt für die verschiedenen Bereiche, wird verhindert, dass das Geld oder das Budget überschritten wird für andere Bereiche, nachdem man es von Anfang an gut eingeteilt hat. Dann als nächstes zu den drei Teilen, und zwar der strategische, taktische und operative Budgetplan. Das sind alle drei, der unterteilt in der hierarchischen Ordnung. Und der strategische Budgetplan ist der erste Teil davon. Und zwar bildet dieser die oberste Planungsebene. Er bezieht sich auf die Steuerung und Gestaltung des Gesamtunternehmens und dieser legt daher auch die Unternehmenspolitik fest. Er schafft Erfolgspotenzial, indem er langfristig den Unternehmenserhalt und das Unternehmenswachstums fördert und steigert. Er ist an keinen bestimmten Zeitpunkt gebunden. Das heißt, er kann zu jedem möglichen Zeitpunkt, wo er gebraucht wird, durchgeführt werden. Außerdem können jederzeit von der Unternehmensführung kann dieser getroffen werden. Dann zu der taktischen Budgetplanung. Diese unterliegt der strategischen Budgetplanung und leitet die operative Budgetplanung ein. Das heißt, er bildet die mittlere Planungsebene dieser drei Pläne. Und er bezieht sich auf die Ressourcenplanung. Dieser ist jedoch an einen fixen Zeitpunkt gebunden. Das heißt, er muss regelmäßig durchgeführt werden. Es muss regelmäßig die Ressourcen überprüft und geplant werden, welche benötigt werden und welche hat man noch. Als nächstes dann der operative Budgetplan. Dieser bildet die untere Planungsebene. Das stellt eine lückenlose Planung der Betriebsabläufe im Geschäftsjahr dar. Es sind laufende und konkrete Aktivitäten zu erreichen der Jahresziele. Das heißt, es werden laufende und konkrete Aktivitäten festgelegt, die wohl zur Erreichung des Jahresziels da sind. Die Kontrolle und der Zielerreichung und der Abweichung, also es muss auch auf die Abweichung reagiert werden. Zum Beispiel hat man ein konkretes Ziel. Dieses wird zum Beispiel überschritten oder das Budget dafür wird überschritten und daher muss man dann auf diese Abweichung reagieren und zum Beispiel das Budget für ein weiteres Ziel minimieren und den Plan anpassen. Und es wird eine Jahresplanung, wird auf ein Quartal oder Monate zerlegt und mit den Ist-Werten verglichen. Nun, was ist der Budgetplan? Es ist ein unterschiedlicher, aufeinander abgestimmter Teilplan. Und die Finanzplanung wird davon abgeleitet und es gibt folgende Bestandteile des Budgetplans, und zwar den Absatzplan und Umsatzplan, den Produktionsplan, Material- und Personalplan, den Investitionsplan, Marketing- und Kostenstellenplan. Es sind also verschiedene Teile, die im Budgetplan zusammengefasst bzw. alle aufgeführt werden müssen, da sie alle zum Budget beitragen oder das Budget für diese Dinge gebraucht werden.
Nun, wie geht man am besten bei einer Budgetplanung vor? Der Budgetplan kann je nach Bedarf entweder für einen Monat, für ein Quartal oder das ganze Jahr aufgestellt werden. Der Absatzplan ist ein wichtiger Punkt, und zwar, wie viele Kunden kann ich realistisch gewinnen, wie viele Kunden kaufen mein Produkt bzw. wollen meine Dienstleistung in Anspruch nehmen. Das heißt, wenn man eine Ernährungsberatung beispielsweise anbietet, wie viele Kunden wollen diese, wie viele Kunden werde ich haben, wie groß wird mein Kundenstamm sein. Die begrenzten Einnahmen müssen auf den auf einen Engpass, die auf den Engpassfaktor beruhen, werden geplant bzw. dargestellt. Aus dem Absatzplan und den Preisen werden dann Produkte und Dienstleistungen kalkuliert und der Umsatzplan erstellt. Nachdem man einen Absatzplan hat, kann also der Umsatzplan erstellt werden. Und aus dem Umsatzplan zusammen mit dem Absatzplan hat man eine Grundlage für den Marketing- und Vertriebsplan bzw. für die Vertriebsvorgaben. Und dann kann man einen Ressourcenplan erstellen, welcher den Produktions- und Logistikplan enthält. Das heißt, wie du schon sehen kannst, beruhen die verschiedenen Pläne natürlich alle aufeinander und sind voneinander abhängig und vor allem vom Absatzplan und den Umsatzplan dann abhängig.